Ich würde gerne ein Spiel mit euch spielen, wenn ihr Lust dazu habt. Sehr gerne. Ja, und es ist, ich sage euch schon mal vorher, was ihr gewinnen könnt. Weil wir, ich kriege immer Ärger, weil ich immer nur so angeblich sei ein alter Joghurt kein guter Preis, wurde mir gesagt. Und deswegen habe ich jetzt einen richtigen Preis. Und die das einen hier, sagen so, die anderen so. Guck mal, das ist das, der Preis, muss ich kurz erklären, was es ist. Das ist eine Notfalltapete. Das heißt, wenn ihr praktisch mal eine Party habt, da lehnt sich einer so mit seinem Fuß so hinten an die Tapete dran oder so. Oder der Opa stirbt oder sonst was passiert. Ja, da spritzt irgendwie ein bisschen Blut dran. Dann könnt ihr das hier so einschlagen und genau an die Stelle ein bisschen Raufaser kleben. Und dann muss man nicht direkt ausziehen. Das ist eine Spitzenidee. Ja, also das ist hier, das ist ja, gerne, Rudo, könnt ihr ruhig applaudieren. Ja, das strengen wir uns doch mal an, oder? Endlich mal ein richtiger Preis. Ja. Und wir spielen jetzt, ich werde gleich erklären, wie es funktioniert, Home is where my Gegenstand ist. Dann nehmt doch mal bitte eure Plätze ein. Ja. So. Das stelle ich jetzt hier hin, damit ihr so scharf werdet auf den Preis und euch anstrengt. Das Spiel heißt Home is where my Gegenstand ist. Wir haben hier so Kisten neben uns und wir werden jetzt gleich der Reihe nach da reingucken und da wird ein Gegenstand drin sein. Was wir allerdings voneinander nicht wissen, ist dieser Gegenstand einer, den jeweils wir selber mitgebracht haben aus unserer eigenen Wohnung, zu dem wir eine Geschichte erzählen können. Oder ist es ein Gegenstand, den wir selber noch nie gesehen haben und den die Redaktion uns reingelegt hat? Wir werden immer behaupten, es sei unser Gegenstand und wir müssen dann überführt werden, sagen wir die Wahrheit oder eben nicht. Ja? Okay. Wir fangen an und zwar würde ich sagen, willst du anfangen, Linda? Ja gut, dann fange ich. Guck mal rein und wir müssen danach raten, ist es dein Gegenstand oder hast du den noch nie gesehen? Es ist ein Liebesbrief. Liebe Linda Zawakis, ich wollte einfach mal Danke sagen. Sie sind so eine wundervolle Bereicherung für das deutsche Fernsehen im Allgemeinen und die Tagesschau im Speziellen. Tja. Wenn Sie moderieren, kann man auch die schlimmsten Meldungen leichter ertragen, was bei Jens Riewer nicht der Fall ist. Ihre Präsenz und Aura strahlt durch den Fernseher bis in mein Wohnzimmer. Sie sind mit Abstand meine Lieblingsmoderatorin und ich danke Ihnen von Herzen für viele Stunden beste Fernsehunterhaltung. Ihr Jan Hofer. Nein, ja. Ihr Robert Kramer. So. Der Brief ist von 2017, also ich habe da tatsächlich noch bei der Tagesschau gearbeitet. Ja. Und es gibt sehr, sehr viele dieser Briefe. Bei dem war es jetzt so, ich habe ihn eingerahmt, weil es halt DIN A5 war, weil ich so einen Rahmen noch hatte. Und deswegen habe ich den halt eingerahmt. So. Aber es ist doch normalerweise, wird man doch eigentlich die ganze Zeit nur beleidigt von Zuschauern. Ne? Nee, man wird da gesagt. Ich tatsächlich nicht. Was? Nee, also das, deswegen. Oder nur ich. Ja. Überleg mal, denk mal drüber nach, Klaas. Okay. Nee, ich habe. Normalerweise steht da immer drin, seitdem Sie die Nachrichten sprechen, kann ich Sie auch endlich verstehen, weil Sie sprechen so deutlich. Das ist ganz oft so beim Bäcker so, sind Sie nicht die Frau Zawakis? So, ja, ich habe Sie an der Stimme erkannt. Also ja. Kompliment für mich. Ne? So. Ja, ja. Und in diesem Fall... Okay. In diesem Fall ist er halt nicht drauf eingegangen. Und wie gesagt, es passte halt einfach in diesen Rahmen, den ich halt auch von einem anderen Zuschauer geschenkt bekommen hatte. Da war ein Rosenblatt, also so ein gepresstes, eingerahmt. Okay, und das hast du ausgewechselt dafür? Das habe ich ausgewechselt, das ist da drunter. Schön. Das, okay, Matthias, du mal dein Votum. Ist das Ihr Gegenstand oder haben wir den selber geschrieben? Na gut, da ja Frau Zawakis oben drauf steht, ist das natürlich von ihr. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, glaube, echt? Ja. Ich glaube, das hast du selber geschrieben. Oder jemand anders schreiben lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich um irgendwie so ein Selbstbewusstseinsding, wenn man aus der Haustür geht, dass man nochmal drauf schaut, aber selber geschrieben. Okay. Ja. Und? Noch nie gesehen, das Teil. Tatsächlich, sehr gut. Ich hab den Punkt. Robert Kramer. Robert Kramer
Das klingt auch schon nach so einem ausgedachten Namen, den Tom Schilling in irgendeinem deutschen Film hat. Robert Kramer aus der vierten Etage. Ja. So, sehr, sehr gut, Linda. Dankeschön. Aber die Geschichte vom Bäcker stimmt. Ja, die stimmt wirklich. Ja. Aber die hat ja, die war ja noch on top. Die war on top. Ja. Okay. Also, das hat sich die Redaktion ausgedacht. Jetzt, lieber Matthias, bitte du. Ja. Nun gut. Kann man das gut sehen? Was ist das? Ich mach's mal ein bisschen zur Seite. Was ist denn da? Ist das E.T.? Das Daniel-Männchen? Es ist ein Dreibein. Ein sehr üppiges Dreibein. Ach, der lehnt praktisch auf seinem... Ja, er stützt sich ab. Erfolgreich. Das ist eigentlich eines meiner schönsten Geburtstagsgeschenke. Grabbeilage von UF. Ich hab's bekommen, glaube ich, mit 25 Jahren. Und zwar von der Schiffscrew, mit der ich damals unterwegs war zum Mururoa-Atoll. Ich habe damals über die Protestaktion von Greenpeace berichtet. Bei Viva oder was? Bei Viva noch. 95 muss das gewesen sein. Und die französische Regierung unter Jacques Chirac hat damals ja Atomtestversuche vor dem Mururoa-Atoll durchgezogen. Jacques Chirac, das waren unsere T-Shirts. Und da ist ein bisschen viel schiefgelaufen auf der Reise. Wir waren sogar damals Einsammeldung in den Tagesthemen bei Sabine Christian. So, Captain Blaubeer, was ist genau passiert? Dann trag dich zu. Dann trat sich folgende Situation zu. Ich ging also zu Bett und dachte so, scheiße, die haben alle meinen Geburtstag vergessen. Und so, wenn man 25 ist, wird man ja schon mal ein bisschen sentimental. Und dann kam auf einmal die Crew auf mich zu, unter anderem auch halt mit Politikern. Und so, Matthias, wir wissen, wir haben was vergessen, du hast heute Geburtstag. Und wir möchten dir Muraka, heißt er, glaube ich, Muraka schenken. Es ist ein, wie man subtil erkennen kann, ein Fruchtbarkeitskrieger. Ja. Und Muraka heißt, ist Fidschi und heißt so viel wie starker Lolli. Und eine Zwischenfrage. Ja. Und mit dem moderiere ich. Eine Zwischenfrage. Funktionieren die Dinger? Nein. Gut, wir haben jetzt eine wirklich ein bisschen Mururoa-Atoll. Dass es uns da noch innerlich hinversteht, hätte ich wahrscheinlich keine Erwartung heute. Aber glaubst du, diesen Seemannsgarn? Oder ist es kein Seemannsgarn, sondern die Wahrheit? Und Frage. Dieter Gorni wollte damals, dass man guckt, wie ist es mit den Atombomben? Frage, bitte. Wann hast du Geburtstag? Wann ich Geburtstag habe? Hm? Am 25. August. Okay. Ich bin Jungfrau. Dann stimmt die Geschichte. Danke dir. Weil okay. Das wussten sie und deswegen wegen heißer Lolli. Ja? Ich sag, die stimmt, weil so viel Politik in so kurzer Zeit... Das habe ich gelernt in den letzten drei Wochen. Ja. Also ganz ehrlich, das wäre keine Begründung. Ich glaube, das Ding gehört dir. Also ich glaube auch, dass dieser Himmelgott da dir gehört. Muraka. Muraka. Ja? Muraka. So viel Zeit muss sein. Muraka. Ja. Weil, er hat es nicht so gemeint. Wenn du dir das ausgedacht hast, dann habe ich echt Angst vor dir. So, sag mal. Ja, okay, also guck pass mal rein. Auf. Genau. Yes. Stimmt die Geschichte? Ja. Die Geschichte stimmt. Irre. Die Geschichte stimmt bis zur letzten Silbe, auch mit Heidi Wirtschreck-Zoll, die mir noch gesagt hat, Matthias, es ist mir sehr unangenehm, dieses Geschenk, aber alle wollten das. Und hat mir das wirklich hingestellt. Und und Muraka steht nach wie vor auf meinem Schreibtisch. Ich habe nicht viel auf meinem Schreibtisch liegen, ein Kuli und... Und ein Briefbeschwerer. Und ein Lolli. Ja. Sehr gut. So, jetzt komme ich zum... genau, das ist praktisch ein zweiteiliger Gegenstand. So, das gehört zusammen. Das hier ist ein sogenannter Hacky-Sack. Oder zwei Hacky-Sacks sind es letztendlich. Ihr kennt das aus dem Park. Nee. Ja, also das sind so Leute, die... Also es gibt mehrere Sachen. Man kann Diabolo spielen, man kann Slackline. Die Panflöte vergessen haben, machen das. Man kann hockern, kennt ihr auch, hockern.
und so. Und ich bin aber eher so am Hanky-Sack, habe auch viel Flunkyball damit gespielt früher. Helga und so, ihr kennt das. Das ist mein Alter, den habe ich früher tatsächlich bei Festivals mitgehabt. Wir in Norddeutschland beim Hurricane Festival und so weiter. Und das hier, das ist ein neuer Hanky-Sack. Den habe ich noch nicht einmal angetreten. Ist der aus dem Afro-Shop? Ich werde, bitte? Ist der aus dem Afro-Shop? Das ist ein Hanky-Sack auf dem Internet, ist der. Und der ist, den habe ich mir bestellt und den werde ich am Wochenende feierlich antreten. Zwischen den anderen mit dem Grill von der Tanke. Und, okay. Naja, die anderen aus dem Park halt. Meine, wie heißen die denn so? Knippi, Bulette, Scheiße, Pisse und Ratte. Na dann. So. Der Fall ist relativ klar. Weil man weiß, wie Klaas mit Bällen umgehen kann, am Fuß. Ja. Das ist, ja, du hast eine relative Ballallergie. Insofern ist sie erstunken und erlogen, diese Geschichte. Ja. Und ich glaube. Ja, mein Problem ist, ich kriege die einfach mit Parkanlagen nicht zusammen. Ich sehe dich eigentlich immer nur auf der Straße. Deswegen ist die Geschichte für mich auch nicht rund. Also, viele von Ihnen zu Hause, deswegen war es ein bisschen gemein von der Redaktion, die wissen. Die wissen, wie sehr ich Parksport verabscheue. Speziell sowas hier verachte. wie heißt das? Hacking-Sack. Okay, ich höre gerade. Was hast du denn wie gesagt? Wie heißt das jetzt? Nochmal, Thomas sagt mir gerade wieder. Hacking-Sack heißt das. Und was habe ich gesagt? Henke, ich dachte an Henke, den Weihnachtscode. Kennst du den noch? Von South Park, diese Kackwurst, die dann da rauskommt, die man nicht mehr einfangen kann. Na, ich dachte wirklich, du hättest dich versprochen, aber dass du es noch nicht mal weißt, dass du jetzt. Mir doch egal, aber kanntet ihr Hockern? Egal, erkläre ich euch nächstes Mal. Wir machen eine ganz kurze Pause. Nee, was machen wir jetzt? Wir machen Stopp. Was ist das? Wir richten durcheinander jetzt. Wir schalten nochmal zu Jakob. Wer hat denn gewonnen eigentlich? Ich? Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Warum hast du gewonnen? Ach komm, Linda, du kriegst das hier. Du kriegst hier diese Ersatztapete hier. Toll. Bitte schön, scheißegal. Da hast du noch einen Rahmen, den du wieder rausmachen kannst, um was anderes reinzumachen. Ist doch toll. Das war Home is Where My Gegenstand ist.